Hallo, ich bin Carsten in der Pfalz. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Ich stehe hier an der dicken Eiche in der Nähe von Imsbach, oder wir sind gerade auf dem Weg zum Trekkingplatz Imsbach. Jetzt wisst ihr auch schon, was wir hier in der Pfalz machen. Wir wollen hier den Trekkingplatz Imsbach und den Trekkingplatz Ramsen ausprobieren. Wer ist wir? Da hinten der Wolfgang. Und ich. Ja, der erste Trekkingplatz auf unserer Tour ist der Platz Imsbach. Und wenn ich das richtig sehe, ist das hier auch schon Imsbach. Ja, unterwegs gab es jetzt nicht so viel Interessantes zu filmen. Denk mal, da kommt morgen noch mehr. So, ich habe übrigens falsch gelegen. Das da hinten war noch gar nicht Imsbach, aber jetzt, das ist Imsbach. Werde ich mal auf den Wolfgang warten. Geht hier sakrisch bergauf. Da hinten, wo die Windräder sich im Dunst drehen, da kommen wir her. Ja, hier am Friedhof, Ortsausgang Imsbach, kann man da noch mal Wasser auffüllen. Das haben wir auch gerade getan. Und dann gehen wir jetzt zum Platz. Am Trekkingplatz Imsbach sind wir jetzt angekommen. Da steht mein Palast. Da baut der Wolfgang sich gerade auf. Und Käffchen habe ich mir auch schon gemacht. Der durfte jetzt nicht fehlen. Ja, hier gibt es zwar jede Menge Holz zu finden, aber nur super nasses Holz. Aber da haben wir jetzt, war bestimmt eine Stunde für gebraucht, dass wir das Feuer einigermaßen in Gang gekriegt haben. Aber die dicken Holzscheite, die brauchen wir gar nicht drauflegen. Die trocknen gar nicht schnell genug. Aber so haben wir schon ein schickes Feuerchen. So, das Feuer, das lassen wir jetzt ausgehen, beziehungsweise werden wir gleich mal löschen. Weil wir wollen gleich schon mal so langsam in die Falle oder uns so langsam vorbereiten auf die Falle, weil es ist am Regnen. Ich zeige euch mal eben, wo hier das Häuschen ist. Das Häuschen ist ganz weit da unten. Und ich war vorhin schon da unten. Es ist ganz schön lustig, da runterzukommen, geschweige denn wieder hochzukommen. Da musst du schon fast Trekkingstöcke mitnehmen. Ja, und da hinten, oberhalb von Wolfgangs Zelt, hängt noch das Gästebuch vom Trekkingplatz. Da werden wir uns morgen früh mal drin verewigen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Da unten kocht gerade das Kaffeewasser. Da hängt die Sonne gerade auf. Oh, wir haben ganz schön Regen gehabt heute Nacht. Fing schon gestern Abend an, als wir kamen. Da war so ein ganz leichter Niederschlag. Und ja, dann so bis, keine Ahnung, bis irgendwann hat es auf jeden Fall ordentlich geregnet. Die Zelte sind ordentlich nass, aber in den Zelten sind trocken. Das ist richtig. Und über dem Häuschen geht die Sonne auf.
So, gefrühstückt haben wir. Aufgeräumt haben wir auch so langsam. Da steht noch der Müll, den wir noch mitnehmen. Der Wolfgang packt sein letztes Zeug noch ein. Und dann müssen wir da hoch. So, die Rucksäcke sind geschultert oder werden gerade geschultert. Wir verlassen den Platz so, wie wir ihn vorgefunden haben. Die große Tüte Müll hängt am Rucksack. Das glaubt man ja immer nicht, wie viel Müll zwei Leute produzieren können. Ja, wie gesagt, hier runter wird zum Häuschen gehen. Aber das ist, da wäre vielleicht eine Treppe nicht schlecht. Mein lieber Scholli, da wird dir morgens direkt schön warm, wenn er hier hoch muss. Da unten kommt der Wolfgang. Das ist schon ordentlich steil. Wolfgang, du schaffst es! Ja, und nachdem das gestern so schäbiges Wetter war, scheint jetzt wenigstens die Sonne. Und da geht es jetzt dann für uns weiter. Ja, da oben sieht es gerade aus, als würden die Windräder in der Luft hängen. Seht ihr das? Von da sind wir gekommen. Ja, das ist ja witzig, was hier für kleine, krüppelige Bäume stehen. Sowas mag ich immer. Das ist schön hier. Ja, und nicht nur im Ruhrgebiet wurde Bergbau betrieben, auch hier in der Pfalz. Das hier ist die Eisenerzgrube Maria. Ja, gerade hatten wir auch ein bisschen Glück. Heute ist ja in vielen Gemeinden in Deutschland Dreckwegtag. Und da kam dann auch eine Gruppe mit dem Bollerwagen. Und die haben wir gefragt, wo der nächste Mülleimer ist. Und die sagten dann, könnte uns auch geben. Ja, morgens gibt es echt die schönsten Lichtspiele im Wald. An dem kleinen Weiher hier haben wir kurz eine kurze Apfelpause gemacht. Noch mit einem anderen Wanderer ein Pläuschen gehalten. Ist echt ein schöner Ort hier. Das ist schon schön hier. Wenn es jetzt gestern Abend nicht so geregnet hätte, wäre es jetzt bestimmt auch nicht so riesig, wie es jetzt ist. Könnte man noch ein bisschen weiter schauen, aber so macht schon Spaß. Viel mehr Spaß als gestern. Ja, von da drüben kamen wir jetzt gerade. Wir hier über die Felder da runter. Und jetzt geht es hier wieder mächtig nach oben. Noch gar nicht ganz oben. Da geht es dann gleich noch mal weiter. Ja, jetzt haben wir schon Sonntagmorgen. Wir sind auf dem Rückweg
Ich habe gestern am Trekkingplatz Ramsen gar nicht mehr gefilmt, weil da waren noch andere Jungs und die hatten da keinen Bock drauf. Kann ich auch nachvollziehen, alles gut. Von daher konnte ich euch jetzt nichts vom Platz zeigen. Wir haben es jetzt heute nur noch ca. 6,5 Kilometer, also gar nicht mehr so weit. Wir waren gestern ganz schön im Eimer, waren fast 23 Kilometer mit dem ganzen Gepäck. Und ja, wir haben ordentlich Höhenmeter gestern gemacht. Wie viel es jetzt genau waren, weiß ich nicht, aber war schon nicht wenig. Von daher waren wir dann tatsächlich schon auch um 8 Uhr im Bett, weil wir einfach müde waren. Naja, jetzt haben wir noch ein paar kurze, schöne Kilometer. Dürfte jetzt von den Höhenmetern her nicht mehr so viel sein. Ja, das sind jetzt die letzten paar hundert Meter, auch bis zum Auto. Ich kann das Auto hier schon sehen. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall auch, aber wir sind jetzt auch ganz schön platt. Also wir haben jetzt seit Freitag ein bisschen über 40 Kilometer in den Füßen. Das mit dem Gepäck, das reicht dann schon langsam. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei schöne Nächte hier in der Pfalz verbracht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.